Wir öffnen heute ein Pack Match Attacks Karten und ich bin wirklich gespannt, wer hier drin ist. Leute, die EM ist zwar schon vorbei, aber ich habe diese beiden Match Attacks Packungen noch übrig. Die mache ich jetzt mit euch auf, beziehungsweise die erste. 8 Karten sind drin. Wir schauen mal, wen wir hier ziehen. Wie immer gilt, wenn euch das Format gefällt, dann lasst unbedingt ein Abo da. Erste Karte Deutschland, Timo Werner. Spanien, Rodri. Rumänien, Christian Manea. Wieder Deutschland. Oh, Youssoufa Moukoko mit einer seltenen Karte. Könnt ihr mir sagen, was das bedeutet? Dänemark. Von Kier. Belgien. Thibaut Courtois. Österreich. Sava Schlager. Die letzte Karte ist England. Luke Shaw. Und in jedem Fall schreibt ihr mal, welches euer Lieblingsspieler ist, in die Kommentare. Lasst ein Abo da und dann sehen wir uns im nächsten Video. Letztes Mal haben wir diese Karte gezogen. Graduated Gem, Youssoufa Moukoko. Ich habe immer noch keine Ahnung, was das bedeutet. Heute öffnen wir die letzte Packung und schauen mal, wer hier drin ist. Wenn euch dieses Format gefällt, dann lasst unbedingt ein Abo da. Schottland, Scott McKenna, wieder Deutschland, Niklas Füllkrug, Rumänien, Dejan Sorescu, England, Marc Guehi und wieder so ein Graduated Gem. Was heißt das? Slowenien, Benjamin Verbic, Dänemark, wieder Simon Kjær, aber diesmal in einer anderen Farbe. Die Schweiz, Manuel Akanji und nochmal England, Callum Wilson. Leute, hier war wieder so eine Graduated Gem-Karte dabei. Ich weiß immer noch nicht, was das heißt. Wenn ihr es wisst, schreibt es unbedingt in die Kommentare. Schweiz, Noah Okafor, Spanien, Dani Carvajal, Rumänien, Andrei Burka, die Niederlande, Eli Blind in so einem Glitzerding, Kroatien, Luka Modric, nochmal Rumänien, Svan Marin, Tschechien, Lukas Sadilek und nochmal die Niederlande, Steven Berghuis, Ungarn, Bendegus Bolla, Italien, Gianluca Mancini, Kroatien, Mateo Kovacic. Schreibt ihr unbedingt in die Kommentare, welches euer Lieblingsspieler ist. Österreich, Junior Adamu in irgendwas Glitzerndem. Belgien, Kevin De Bruyne. Portugal! Pepe, kein Ronaldo. Dänemark, Alexander Barr. Slowenien, Benjamin Verbic. Heute Portugal als erstes. Otavio, kein Ronaldo. Türkei, Miri Demiral. Italien, Federico Chiesa. Serbien, Ivan Illich als Glitzerkarte. Nochmal Portugal. Bernardo Silva, kein Ronaldo. Schreibt ihr mal in die Kommentare, welches euer Lieblingsspieler ist. Slowakei, Milan Skriniar, die Niederlande, Daily Blind, Österreich, Konrad Leimer, Italien. Wow, eine Euro-Masterkarte, Federico Di Marco. Oh Mann, Leute, ist die was wert? Mit der ersten Karte Portugal. Ist das Ronaldo? Otavio, Türkei, Eri Demiral, Kroatien, Ivan Perisic, England. Wow, Alan Shearer mit Unterschrift. Ist die was wert? Man schreibt ihr unbedingt in die Kommentare, welches euer Lieblingsspieler ist. Belgien, Zeno Debas, Dänemark, Simon Kjær, die Schweiz, Manuel Akanji und Slowenien, Erik Jansa. Oh Mann, Leute, es war kein Ronaldo dabei, aber so eine ganz krasse Karte mit Unterschrift. Wirklich gespannt, was die kosten soll. Jetzt Silvan Widmer, Ungarn, Attila Szalay, Belgien, Karlze Kattelera, Slowenien, Benjamin Šeško, Tschechien, Ladislav Krejci, Serbien, Dusan Vlahovic. Ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, welches euer Lieblingsspieler ist. Tschechien, Patrick Schick, nochmal Serbien, Strahinja Irakovic. Und das war's, Leute, kein Ronaldo. Schottland, Scott McKenna, Deutschland, Niklas Füllel, Kroatien, Dominik Livakovic, die Niederlande. Ihr müsst unbedingt in die Kommentare schreiben, welches euer Lieblingsspieler ist. Antonio Silva, England, Harry Kane, die Türkei, Orkun Kötschü, Serbien, Miloš Veljkovic. Oh Mann, Leute, kein Ronaldo dabei, wir müssen weitermachen. Tschechien, Alex Kral, Spanien, Mikel Merino, Rumänien, Dennis Mahn, Dänemark, Jesper Lindström. Ihr müsst unbedingt in die Kommentare schreiben, welches euer Lieblingsspieler ist. Die Schweiz, Granit Xhaka, Deutschland. Wow! Oliver Kahn, Dänemark, Jonas Wind, Slowenien, Vanja Drusic, Schottland, Billy Gilmore, Deutschland, Timo Werner, Spanien, Gavi, Albanien, Erat Zimcity, Dänemark, Christian Eriksen, England. Oh Mann, Leute, ihr müsst unbedingt in die Kommentare schreiben, welches euer Lieblingsspieler ist. Harry Kane, Rumänien, Niko Sorbanku, die Niederlande, Toyn Kopmeiners und kein Ronaldo. Schottland, Angus Gunn, Slowenien, Robert Poljevka. Oh, was ist das denn für eine Karte? Alexander Mitrovic in der Black Edition. Albanien, Christian Aslani. Österreich, Christoph Baumgartner. Tschechien, Patrick Schick. Frankreich, Yusuf Fofana. Nochmal Tschechien, Thomas Holz. Italien, wow, Federico Di Marco. Was eine Karte, Leute. Aber kein Ronaldo dabei.
Oh Mann, Leute, wir haben zwei krasse Karten gezogen. Wenn ihr wisst, was sie wert sind, schreibt es unbedingt in die Kommentare. Schottland, Stuart Armstrong, Albanien, Marash Kumbala, Italien, Manuel Lucatelli, Slowenien, Zanvi Potnik, Niederlande, Virgil van Dijk, Frankreich. Ihr müsst unbedingt in die Kommentare schreiben, welches euer Lieblingsspieler ist. Aurelien, ich weiß nicht, Dänemark, Mikkel Damsgaard, Slowenien, Peter Stojanovic und kein Ronaldo. Oh Mann, Leute, wir müssen weiter Packs öffnen. Tee, was soll das denn sein? Injury Card? Noch ein Tee. Agent Card? Wieder ein Tee. VR Card? Noch ein Tee. Referee Card? Hier sind gar keine Spieler drin. Oh. England. Jude Bellingham in der Limited Edition. Was die wohl wert ist. Portugal. Cristiano in der Limited Edition, ich glaub's nicht. Und noch eine Power Card. Jetzt haben wir Ronaldo und Jude Bellingham gezogen in der Limited Edition. Schweiz, Djibril Sow, Belgien, Amadou Onana, Albanien, Folan Seferi. Ihr müsst unbedingt in die Kommentare schreiben, welches euer Lieblingsspieler ist. Leute, wir haben ihn! Leute, Cristiano Ronaldo in der Black Edition. Ich habe keine Ahnung, was die wert ist, aber... wir haben ihn gezogen. Mann, wer ist da noch drin? Kroatien, Luka Sucic, Österreich, Christoph Baumgartner, Tschechien, Patrick Schick, Rumänien, Iko Zurbanku, Österreich, Marcel Sabitzer in der Limited Edition. Haben Ronaldo gezogen. Wir können aufhören. Schreibt ihr mal in die Kommentare, was wir als nächstes sammeln sollen und lasst ein Abo da. Ich zeige euch heute wieder Figuren aus meiner Kindheit. Die ersten Ü-Ei-Figuren, die ich besessen habe und am Ende... seht ihr meine absoluten Favoriten. Als erstes habe ich hier die Kroko-Schule aus dem Jahr 1991. Da war ich ein Jahr alt. Und wenn ich mir hier die Details anschaue, das war so gut gemacht. Alle Lehrer dabei, alle Schüler dabei. Als nächstes gab es dann die Happy Hippos auf Kreuzfahrt aus dem Jahr 1992. Auch hier könnt ihr sehen die Ausarbeitung, wie detailliert das alles war. Mit den Zubehörsätzen dabei. Und wie versprochen, mein absolutes Highlight, die Funny Funden Stars in der Manege. Und ich sag euch, warum das mein Highlight war. Schaut euch mal diese Figuren an. Ihr müsst euch vorstellen, das war alles in einem Ei drin. Wie immer, schreibt ihr mal in die Kommentare, welches waren eure Lieblingsfiguren. Ich zeige euch heute meine nächste Top 3 Auswahl an Überraschungseierfiguren aus meiner Kindheit. Wie immer zeige ich euch am Ende mein absoluten Favoriten. Mein erstes Highlight ist die Happy Hippo Hochzeit aus dem Jahr 99. Ich meine, schaut euch das an. Das Tablett war dabei. Hier die Torte. Die ganze Ausstattung. Hier auch die Kamera. Als nächstes gab es dann aus dem Jahr 2000 die Pinky Piggies. Auch hier könnt ihr wieder sehen, was alles mit dabei war. Das Schaukelpferd hier war extra. Der Spiegel war extra. Das ist so eine krasse Ausstattung gewesen. Und wie versprochen, mein absolutes Highlight, die Top 10 Teddys im Traumurlaub. Man könnte fast denken, das sind die Oktoberfest-Teddys, sind sie aber nicht. Auch hier wieder unfassbar, was alles in einem Ei drin war. Ihr könnt mal wieder kommentieren, welches war denn eure Lieblingsserie in den Überraschungseiern?